mir Butterblumen. Ich freue mich total. Ihr habt das allererste Mal mein Intro gesehen und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mir einfach mal in die Kommentare schreibt, wie ihr es fandet. Genau, da ich nämlich echt lange dran gesessen und auch gestern irgendwie total überrascht, weil ich echt gestern viel gemacht habe auf YouTube, also neue Thumbnails erstellt und auch ein neues Intro und eigentlich total knülle war. Und ja, aber trotzdem, jetzt ist es da und ich freue mich total, dass es heute das erste Mal online geht. Ja, heute geht es um das Thema Bauantrag. Das ist ja beim Baum eigentlich der allererste wichtige Meilenstein und auch eigentlich einer der Dinge, die mächtig schief laufen kann, rein zeittechnisch auch. Und das war bei uns leider auch so. Also es ist bei uns echt ein ziemlich leidiges Thema. Genau, und heute geht es um 3 Fragen zum Bauantrag und worauf man achten sollte. Viel Spaß! Frage 1. Was muss in so einem Bauantrag eigentlich alles drin sein? Ja, das ist leider von Bundesland zu Bundesland völlig unterschiedlich. Und am besten, ihr meldet euch einfach bei eurem Bundesland, Bundesamt und schaut mal richtig oder fragt dort vor Ort nach, was brauche ich für meinen Bauantrag. Das war bei uns eine ganz schöne Hudelei. Wir haben erst versucht, ein bisschen im Internet zu erforschen, was man da alles so haben muss. Schlussendlich läuft ja eigentlich alles über den Architekten. Und so hat das bei uns dann auch angefangen. Wir haben als ersten Termin wirklich für unser Bauvorhaben unser Planungsgespräch gehabt. Da gibt es auch ein Video zu. Könnt ihr euch später nochmal angucken, wenn ihr wollt. Und da wurde dann halt geklärt, wie soll das Haus eigentlich von innen aussehen? Wo soll es auf dem Grundstück stehen? Und wo ist unsere Kochinsel? Und wo ist Wohnbereich? Alles sowas. Das wurde dann auch alles mit eingeschrieben. Und das war so der erste Meilenstein für den Bauantrag. Ja, jetzt hatten wir ja das Planungsgespräch am 14. Februar 2019, also Valentinstag. Und wir sind jetzt im Oktober und wir haben noch keine Baugenehmigung. Das ist ein sehr, sehr zäher Prozess und der geht einem irgendwann ganz schön auf die Nerven. Ja, ich habe jetzt mal einfach so unseren Bauantrag mal so mir zur Brust genommen und gehe mal so einzeln durch, was in unserem Bauantrag alles so drin war. Wir bauen ja in Brandenburg und da sind quasi 2 Behörden sehr, sehr wichtig. Zum einen die Behörde, die bei uns in der Gemeinde ist, die Bauaufsichtsbehörde und einmal das Bauamt in Strausberg. Genau, und dafür gibt es dann quasi erstmal eine Auflistung zum Verfahren der unteren Aufsichtsbehörde. Und dann gibt es eine Vertretung der Bauherrengemeinschaft. Das sind quasi wir, wo wir sozusagen sagen, okay, wir möchten dieses Bauvorhaben durchführen und wir tragen auch alle Kosten dafür. Genau. Und dann haben wir schon das erste Mal die Flurkarte, die sozusagen das Grundstück einzeichnet. Das war zum Beispiel unser erster, ich sag jetzt mal Hänger, weil nämlich damals war das noch vollkommen in Ordnung, dass man eine Flurkarte in Schwarz-Weiß hat. Das ist es ab Juni 2019 nicht mehr, zumindest wie uns der Architekt berichtet hat. Und zwar muss es da nämlich bunte Einzeichnungen geben, die für bestimmte Verlegungen und also die können daran sozusagen erkennen, was schon alles auf das Grundstück verlegt wurde. Und das hatten wir natürlich nicht. War natürlich auch irgendwie echt auf den letzten Drücker so, wir würden jetzt gerne abgeben, aber uns fehlt jetzt leider noch die Flurkarte in bunt. Ja, und dann haben wir uns darum gekümmert, da einfach beim Katasteramt sich melden und nochmal nachfragen, ob es die dann auch im bunt gibt. Dann hatten wir einen amtlichen Lageplan. Warte mal, ich gucke gerade, ob da irgendwas draufsteht.
Der ist riesig und da wird sozusagen unser Grundstück, also es ist ein riesen Hoshi, den kann man so aushalten, dann ist das so groß. Und dann wird unser Grundstück quasi in die verschiedenen Ebenen mit eingetaktet. Weil wir haben ja ein Südhang-Grundstück und wir wollen drei Ebenen einziehen. Und wir haben damals das Kadasteramt auf unser Grundstück geholt, gebeten, damit die das alles nochmal vermessen, weil das damals nämlich nicht vorhanden war. Das haben sie jetzt alles nachträglich gemacht. Und um zu gucken, wo kann das Haus stehen, wie muss man die Erde nochmal umschichten, braucht das das Bauamt auch diese Unterlagen. Genau. Dann kommt als nächstes schon die Grundrisse vom Architekten. Das sind einmal die Grundrisse sowohl im Haus als auch außen dran, dass man das Haus von außen sieht und wie die Fenster sitzen, wie hoch das ist, wie schräg das Dach ist, alles Mögliche. Hier sieht man zum Beispiel, dass man hier nochmal das Haus sieht und da auch nochmal alles eingezeichnet wurde, was das für Fenster zum Beispiel sind. Finde ich ja sehr lustig. Genau. Hier ist halt ein bisschen doof, weil das natürlich überall unser Name mit drauf steht. Ja. Hier ist es zum Beispiel ganz interessant, weil hier unten die Schräge mit eingezeichnet ist. Also quasi, hier geht eigentlich der Boden lang und der wird dann hier angepasst an das Haus und fällt dann wieder ab. Wir haben quasi vor dem Haus nochmal, also das wird alles eben gemacht und vor dem Haus wird noch ein Sandberg rangesetzt, damit man, wenn man rauskommt, nicht gleich runterfällt, aus dem Haus fällt quasi. Und dann kommt die Baubeschreibung. Das war für uns eine Auflistungsübersicht quasi. Da steht drin, was für Materialien werden überhaupt alles verwendet und was enthalten diese Materialien. Das war auch ganz wichtig. Damit war auch gleich der Bemusterungstermin. Den hatten wir ja im August, Juli. Juli hatten wir den. Und zwar sind wir da nach Neumünster gefahren, da gibt es auch ein Video von, und haben uns alles ausgesucht, was wir so in dem Haus gerne hätten. Das meiste haben wir eigentlich im Standard gelassen, weil man muss ja auch immer den Aufpreis zahlen. Und dann wird geguckt, okay, das habt ihr euch alles gewünscht, da sind die und die Materialien drin und das wird dann aufgelistet und das kommt mit in den Bauantrag, damit geguckt werden kann, ob irgendwelche schädlichen Materialien verbaut werden oder sonst sowas. Was ja auch nicht wird in den wenigsten Fällen tatsächlich getan wird oder aufgelistet wird. Als nächstes folgt die Ausweisung von unserem Architekten, dass er ein freischaffender Architekt ist. Das ist auch sehr wichtig, da komme ich später noch zu. Und danach folgen die ganzen Erklärungen zum Standsicherheit, die Herstellungskosten des Vorhabens. Dann kommt die Erklärung zur Einhaltung der erneuerbaren Energien des Wärmegesetzes. Das bedeutet, dass wir ja ein KW55-Haus haben und damit eine Photovoltaikanlage oben auf dem Dach mit zwei Panels, die quasi dafür sorgen, dass Energie eingespeichert wird in einem Speichertank und unser Wasser quasi erwärmen. Später hatten wir uns auch schon überlegt, dass wir auch noch mehr Panels benutzen, um einfach auch gezielter Wärme nutzen zu können. Mal gucken, ob das klappt. Und dann kommt die Erklärung zum Brandschutznachweis. Und dann hatten wir ziemlich am Anfang, wurde uns nahegelegt, dass wir ja in einem Gebiet waren, was früher hart umkämpft war im Krieg. Und dass wir den Boden auf Kampfmittelstoffe untersuchen lassen müssen. Und dann haben wir uns bei der Polizeistelle gemeldet, beim Zentraldienst der Polizei Brandenburg.
und haben dann dort gefragt, wie das aussieht, ob das umkämpftes Gebiet war. Und ich fand das sehr, sehr schön, weil wir haben dann nämlich eine Nachricht bekommen oder einen Brief, dass das kein umkämpftes Gebiet war und daher auch nie nachgewiesen wurde, dass in dem Boden irgendwelche Giftstoffe enthalten sind. Und dadurch haben wir halt auch Kosten gespart und waren sehr, sehr dankbar und haben uns sehr darüber gefreut. Genau. Zum Schluss kommt dann von den statistischen Ämtern noch eine Baugenehmigung für die Statik, dass das alles durchgerechnet wurde und dass das alles passt. Was für uns auch noch relativ schwierig war, auf die letzten Metern zu kriegen und was leider auch seit diesem Jahr neu ist, ist ein Versickerungsplan. Und der war bei uns dann auf die letzten Meter doch sehr, sehr wichtig, weil wir durch den Hang nicht klären konnten, wohin das Wasser eigentlich abfließt, wenn da ein Haus steht und ob das Haus gefährdet ist. Und dann mussten wir nochmal einen Bodengutachter heranzitieren quasi und der musste das alles nochmal gegenchecken. Das war dann auch nochmal, ich glaube, 800 Euro haben wir dafür nochmal bezahlt. Und es war halt eher, also das Geld natürlich auch, ist total doof, nochmal so für so ein Schriebse nochmal so viel Geld auszugeben. Aber schlussendlich war es auch so die Zeit, dass wir uns so dachten, Mann, ey, wir wollen jetzt endlich den Bauantrag stellen und jetzt wird es echt langsam knappig. Und Frage 2. Wer reicht den Bauantrag eigentlich ein? Im Normalfall macht das eigentlich der Bauarchitekt. Also der Architekt, der von der Baufirma alles in die Wege leitet und die ganzen Unterlagen heranordert. Die werden quasi auch bei ihm erstmal alle gesammelt. Bei uns war das dann so, dass wir eines Tages einen riesen Hefter oder einen riesen Umschlag bekommen haben mit 6 Ausführungen unser Bauantrags. Und dazu gleich, also wir haben dann alles unterschrieben und so und es war sehr, sehr lustig und auch ein schönes Gefühl. Und wir mussten den dann aber einreichen. Das kann man aber mit seinem Architektenbüro auch einfach klären, wer das jetzt genau macht. Es muss auf jeden Fall ein Architekt mit drin sein und der muss ausgewiesen sein. Das steht auch im Gesetzbuch in BBGB drin. Was genau das eigentlich bedeutet, was das für ein Architekt sein muss. Da könnt ihr auch nochmal nachgucken. Ich glaube, das war der Paragraph 64 oder 65 Abschnitt 1. Aber guckt einfach nochmal. Also so von 64, 65, so könnt ihr ja mal nochmal nachgucken. Genau. Und da ein paar Tage später haben wir dann auch eine Rechnung erhalten. Oder nee, die haben wir davor erhalten, genau. Und ich habe sie aufgemacht und erstmal so ein Film. 10.000 Euro? Warum wollen die denn jetzt so viel Geld? So. Und dann habe ich aber verstanden, dass das quasi die erste Rate ist von unserem Hausprojekt. Was bedeutet, dass sie erstmal alle Unterlagen zusammengesammelt haben. Ich habe also für unseren, oder wir haben für unseren Bauantrag 10.000 Euro bezahlt. Da sind aber natürlich auch alle Dienstleistungen mit drin, die durch unsere Baufirma gewährleistet wurde mit drin. Und ein paar Sachen mussten wir ja noch machen. Also es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als 10.000 Euro, war ja schon alleine die ganzen, der Versicherungsplan und das Kadasteramt. Es ist ja alles Mehrkosten, die man selbst erstmal trägt. Frage 3 und wahrscheinlich die wichtigste Frage überhaupt: Wie lange dauert so ein Bauantrag eigentlich? Sehr lange. Bei uns ist es eher so gewesen, dass ja Unterlagen gefehlt haben und dann wird halt gesagt, okay, da fehlt noch eine Unterlage, die brauchen wir jetzt noch und dann wird es quasi wieder, startet wieder diese Genehmigung von neuem. Nach Paragraph BBGB 65 Abschnitt 3 darf es eigentlich nicht länger als 3 Monate dauern. Und zwar dürfen die quasi, diese haben diese 3 Monatsfrist und dann dürfen sie aber noch einmal um 2 Monate verlängern.
Das müssen sie vorher in dem Zeitraffer rechtzeitig mit Begründungen angeben, warum sie das jetzt verlängern müssen. Lest euch da nochmal richtig rein. Achtet auf eure Fristen, das werden wir jetzt auch tun müssen. Und dann schaut einfach, ja, also ich würde, glaube ich, nicht bei den Ämtern immer anrufen, weil viele Ämter sind mega angefressen, wenn man ständig anruft. Und wir hatten tatsächlich auch schon Ämter, die gesagt haben, also wenn sie jetzt nochmal anrufen, dann lege ich sie jetzt wieder nach unten. Das ist natürlich ganz schön happig und irgendwie auch, ja, unfair uns gegenüber, weil wir ja einfach versuchen, Sachen zu klären und ungefähr abschätzen zu können, wann wir diese Baugenehmigung kriegen. Und das ist immer sehr schwierig. Und ich für meinen Teil weiß, dass es nach der Baugenehmigung halt auch einfach nochmal eine sehr, sehr stressige Phase für uns persönlich gibt, weil wir ja den Boden austauschen lassen müssen. Und das machen wir aus quasi Eigenleistung. Und das ist... hoffentlich geht ja alles gut. Aber mal schauen. Ich hoffe, dass wir jetzt bald die Baugenehmigung kriegen und wir dann weiterschauen können. Auf jeden Fall ein riesiges Thema, auf das man irgendwie gut vorbereitet sein sollte und eigentlich auch nicht so richtig weiß, was braucht man dafür alles. Worauf lässt man sich da eigentlich ein? Und wir auch oft an so einem Punkt waren, wo wir dachten, das brauchen wir jetzt so. Warum brauchen wir das jetzt? Und dann auch mit den verschiedenen Bauämtern telefoniert haben und jeder was anderes sagt. Und das ist dann natürlich total schwierig. Schlussendlich muss es mit drin sein, man muss es dann nochmal irgendwie sich die Unterlagen holen und irgendwelche Leute nochmal bezahlen, damit irgendeine Unterlage noch dazu kommt. Und das ist echt sehr, sehr zäh. Aber nicht den Kopf verlieren. Und es ist ja für eine gute Sache. Und tief durchatmen. Viele Sachen kann man eh nicht ändern. Das nimmt seinen Lauf und keine Energie in etwas geben, was man eh nicht beeinflussen kann. Wir können es nicht beeinflussen, wie lange das jetzt dauert. Also ist es jetzt quasi die Ruhe vor dem Sturm. Und jetzt nochmal die Kraft zu tanken für die nächsten Monate, ist, glaube ich, auch ganz gut. Ja. Ich hoffe, ich habe alle Fragen erfüllt und ihr habt so ein bisschen verstanden, was da alles drin sein muss. Ist natürlich super viel und eigentlich auch mega langweilig. Aber ich dachte mir, vielleicht habt ihr das Thema auch gerade. Und vielleicht möchtet ihr gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen, was da drin sein muss. Und ja, wenn euch was gefehlt hat oder so, einfach gerne in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich drüber. Und ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss, ihr Butterblumen.